Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal zurück zu einem weiteren Warzone-Video und heute schauen wir uns eine Waffe an, ja, die ich irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen falsch gespielt habe. Und zwar geht es natürlich um die NZ41, die man meistens natürlich eher so als klassisches Long-Range-Sturmgewehr gespielt hat, was natürlich auch ganz okay war. Allerdings im Vergleich zu anderen Waffen war es jetzt nicht wirklich gut. Und da die NZ, wenn man ehrlich ist, auf Long-Range jetzt nicht wirklich effektiv ist, habe ich mir gedacht, okay, du baust die Waffe ein bisschen um, testest ein bisschen um, testest ein paar Aufsätze und ja, ich habe die Waffe umgebaut und sie ist tatsächlich wirklich besser als ich dachte. Das Ganze allerdings eher auf Midrange, heißt man spielt die Waffe natürlich eher so als aggressives Sturmgewehr, kann das auch als Sniper Support spielen und ich war wirklich positiv überrascht von der Waffe. Gameplaymäßig ist die Waffe, denke ich, eine der unterschätztesten Waffen, die es aktuell gibt. Gebt dem Ganzen eine Chance, testet das Ganze gerne. Klassen-Setup gibt es natürlich wie immer im Verlauf des Videos. Bevor wir ins Gameplay starten, falls ihr neu auf dem Kanal seid, solltet ihr nichts verpassen wollt. Über Warzone die besten Waffen, die aktuelle Meta. Lasst gerne ein Abo da und schreibt mir natürlich gerne eure Meinung zu der NZ41 in die Kommentare. Jetzt gehen wir ins Gameplay. Wir sehen uns in der Runde. Let's go. So. Ich glaube, ich gehe mal außen um kurz. Ui, 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 ui. Da hat's gescheppert. GG. GG. Hä? Wieso ist diese Waffe plötzlich so gut? Es leben 48 Leute hier auf dem... Ui, ui, ui. Oh.
das war knapp. Oh. Holy shit. Was ist denn da passiert? Ist das safe hier oben? Ich darf nur nicht sterben, beziehungsweise mein Mates darf nicht sterben. So, das wär's vom Gameplay zu der NZ41. Wie gesagt, es ist eine wirklich sehr unterschätzte Waffe. Man kann sie spielen. Es ist allerdings natürlich jetzt keine unbedingte Meta-Waffe. Trotzdem sorgt die Waffe für Abwechslung und speziell natürlich in der aktuellen Zeit ist es irgendwie so ein bisschen schwierig. Alles fühlt sich so träge an, es fühlt sich nicht irgendwie an, als wäre es ein komplett neues COD. Man weiß zum Beispiel auch nicht genau, was man spielen soll, weil man natürlich die meisten Waffen schon 4-5 Mal getestet hat. Deswegen die NZ41 sehr, sehr gute Alternative. Wir starten natürlich direkt beim Klassen-Setup. Hier sieht man, ich habe die Waffe wirklich eher so als Midrange-Waffe ausgelegt, dass man natürlich so ein bisschen aggressiver spielen kann. Dazu sollte man auf jeden Fall das Ganze immer mit einer MP spielen und das harmoniert natürlich zum Beispiel mit einer MP40 wirklich sehr, sehr gut. Mit dem Quecksilberschalldämpfer, der natürlich nochmal ein bisschen für die Geräuschschalldämpfung und Rückschusskontrolle sorgt. Die Waffe hat so einen leicht komischen Rückschuss, den man so ein bisschen schwierig kontrollieren kann, deswegen Rückschusskontrolle immer gut. Dann der einzige Lauf, der wirklich immer noch in Frage kommt, ist der Obiwa 360mm Lauf. Für äußerst präzise Steuerung natürlich noch ein bisschen Waffenkontrolle. Ist auch sehr, sehr wichtig. Dann beim Visier natürlich den Schieferreflektor, ganz klassisches Rotpunktvisier, ist das cleanste, was man spielen kann. Oder natürlich einfach, im Endeffekt könnt ihr jedes Visier spielen, worauf ihr Lust habt. Dann beim Schaft spielt ihr den Epec-Schaft, Rückschusskontrolle, Rückschusserholung, Präzision, Zuckenwiderstand. Der sorgt dafür, dass die Waffe wirklich auch sehr gut kontrollierbar ist und einer der wichtigsten Punkte ist auch Zuckenwiderstand. Beim Mundlauf spiele ich den Skelettschaft, der sorgt natürlich nochmal ein bisschen für CV-Geschwindigkeit, finde ich im Nahkampf sehr, sehr wichtig. Man kann theoretisch den Handstopper spielen, man kann auch den M3-Schaft spielen. Ich muss sagen, der Skelettschaft hat mir allerdings so vom großen Ganzen schon am besten gefallen. Ist Geschmackssache, wie gesagt, allerdings ZV-Geschwindigkeit ist für eine Midrange-Waffe natürlich auch sehr, sehr wichtig. Dann mal Magazin, das 50-Schuss-Magazin, Rückschusskontrolle, Präzision, Schussrate, Bewegungstempo und Magazinkapazität. Das 40-Magazin ist auch in Ordnung, wenn man jetzt vielleicht Solos spielt, aber speziell, wenn man natürlich gegen 3-4 Leute kämpft, sollte man auf jeden Fall mindestens das 40er-Magazin dabei haben, sonst bekommt man da auf jeden Fall so ein bisschen Munitionsprobleme. Dann bei der Munition habt ihr natürlich drei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das Ganze spielen könnt. Einmal die Brandmunition, die vermeintlich leider das Beste ist. Ich hoffe jetzt mit dem Season 2 Update wird das Ganze gepatcht und ist wirklich unspielbar. Das wäre wirklich endlich mal gut. Alternativ Hohlspitzmunition oder Vollmantelmunition, beides auch sehr gut. Dann der Polymergriff, Zuckenwiderstand und Präzision Rückschuss bei Dauerfeuer. Oder alternativ, was ich auch ganz gut fand, war der Stoffgriff, ZV-Geschwindigkeit, Sprinten zum Feuertempo, Präzision aus Hüfte. Ist für eine Close-Range-Waffe natürlich etwas besser. Dann bei den Exas ist es natürlich so ein bisschen tricky. Ihr könnt Stütze spielen, wenn ihr rückschussmäßig gar nicht klarkommt. Für den anfänglichen Feuerrückstoß ist auch ganz gut natürlich. Allerdings habe ich auch sehr, sehr oft Akrobatik gespielt fürs Bewegungstempo. Allgemein Movement ist in dem Game wirklich sehr, sehr wichtig, speziell natürlich, wenn der Gegner etwas näher kommt. Und dazu wird das Bewegungstempo beim Sprinten nochmal verbessert. Und zu guter Letzt natürlich noch, ganz klassisch vollgeladen ist hier bei den ganzen IS das Beste. Und das ist eine wirklich sehr unterschätzte NZ41-Klasse. Gebt dem Ganzen eine Chance, testet das Ganze. Lasst mir natürlich auch gerne ein Feedback da, wie ihr das Ganze findet. Und schreibt mir natürlich auch Vorschläge in die Kommentare, zu welcher Waffe ihr jetzt als nächstes ein Video sehen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr supporten. Checkt auch gerne Twitch ab, um streammäßig nichts zu verpassen. Und abonniert natürlich auch gerne auf YouTube. Wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, aktiviert die Glocke. Jetzt genug Werbung. Viel Spaß beim Testen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.